gestern waren wir unterwegs. Gestern sind wir bei KFC vorbeigekommen. Mhm. Und kam deswegen auf die Idee, das heute zu machen. Ja, weil wir von dem, was KFC da gemacht hat, nicht begeistert waren. Ja. Und zwar geht es um das, vielleicht habt ihr es in der Werbung gesehen, die Chizza. Mhm. Chizza. Nichts weiter wie paniertes Hühnchen. Mhm. Mit Pizzasauce, Salami, wirklich wenig Salami und ein Hauch von Käse. Jo. Und so ein paar Paprikas, die aber größtenteils daneben lagen. Ja. Weil die so schlau waren, einen Pizzakarton aufrecht mitzugehen. Ja. Das ist was anderes. So, und das kochen wir heute mal nach. Ja. Wollte ich mal zeigen, wie es geht. Mhm. Wir brauchen dafür paniertes Huhn. Hat er. Da haben wir jetzt Hühnerschnitzel genommen, mhm, wie ich damals bei dem Double Down auch gemacht hatte. Mhm. Wir haben Mozzarella-Käse, gerieben, fertig. Ein bisschen Salami für mich, ein bisschen Schinken für ihn, damit wir nicht die ganzen Packungen brauchen. Jo. Und wir brauchen ein bisschen Pizzasauce. Jo. Pizzasauce Oregano. Kann man natürlich ganz einfach selber machen. Hm. Einfach passierte Tomaten mit Oregano und Pfeffer vermixen. Vielleicht ein bisschen Knoblauch, Zwiebel, je nach Geschmack. Jo. Aber da es der Fast Food einfach immer ist, haben wir uns gedacht, nehmen wir es mal fertig. Genau. Wie gesagt, die ist ja eigentlich auch easy selber zu mixen. Hm. Und wir fangen an. Die sind tiefgefroren, mhm, und brauchen bei 220 Grad 18 bis 20 Minuten, dass die durch sind. Also schiebt man die erstmal 10 Minuten in den Ofen. Mhm. Dann können sie ein bisschen vortauen. Dann holen wir sie raus und belegen sie. Also fangen wir an. Dann machen wir erstmal die ganze Schose heiß. So, und dann sehen wir uns gleich. So, 10 Minuten sind um. Die holen sie mal raus. Sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Nö, sieht's nicht. So, und da erstes Soße. Soße. Wie gesagt, könnt ihr selber machen. Wir nehmen mal was aus der Dose. Mhm. Und die kommt gleich so ein bisschen drauf. Jo. Schön ein paar Teile. Ist ein bisschen stückig. Jo. Aber Stücki ist gar nicht mehr verkehrt, weil das ergibt noch so ein bisschen Biss. Oh, man kann ja auch gestückelte Tomaten nehmen, das ist ja Geschmackssache. Genau. Das ist eigentlich dasselbe wie passierte Tomaten. Passierte Tomaten werden komplett durch den Mixer gejagt. Mhm. Ist ja passiert. Und gestückelte, halt mal halb. Ja. So, da. Ganz entspannt. Ja, was. Ich würde sagen, hier so eine gekaufte Dose reicht für 4-5 Stück. Mhm. Insgesamt. So, dann überlegen wir. Unser Kameramann, der wir hinten haben. Mhm. Dann nehmen wir mal 2 Scheiben. Jo. Der Rest ist für die Arbeit. So. Sozusagen grob durchwolfen. Und drauf damit. Schön noch was drauflunsen. Hm. Draufballern. Ja, genau. So. Schön was drauflegt. Jo. Ja, Michael, das ist ein Hunger leider. Mhm. Ja. Geht, ja, da unten übrigens auch. Ja, immer. Ja. Das. Also mal jetzt so ein Fakten. Eine durchschnittliche Katze verhungert so 21 Mal am Tag. Minimum. Der noch öfter. Ja, also das quasi einmal pro Stunde, die hat sich drei Stunden schlafen sie. Aber selbst da verhungern sie. Ja. Fast. So, Salami. Da noch was hin. Ja. Jetzt kommen wir zum Käse. Man kann nie zu wenig Käse nehmen. Nee. Schön Häufchen drauf. Häufchen sind wichtig. Ecken noch ein bisschen. Wenn man es runterfällt, ist egal, das backt fest. Ja, dafür haben wir ja Backpapier. Diesmal kein Bacon, sondern richtiges. Ja. Bacon ist das Backpapier. Hier noch was hin. Noch was für eine Reibekäse, sieht immer so viel aus, dabei ist es das gar nicht. Mhm. Der ist ja groß, voluminös, weil er geschreddert ist. Ja.
immer drauf. Ja. Ich glaube, da ist noch eine Ecke, wo noch ein bisschen Salami sieht. Da schmilzt ja noch runter. Genau. Das haben wir ja mal so wenig Käse noch übrig. Ja. Geil. Da. Immer drauf. Das war jetzt zu wenig zum Einfrieren. Einfach drauf. Jo. So, das Ganze wandert jetzt nochmal 10 Minuten in den Ofen. Ja. Und zwar. Katze, geh weg. Ohne. Komm. Genau. So. Blech, wieder mittlere Schiene. Jo. Temperatur 220 Grad beibehalten. Ja, das kann man wirklich schlecht lesen. Ja. Sind ungefähr 220. Bis zwischen 200 und 250. Also fast. Ja, in 10 Minuten hol mich wieder mit dabei. Weitere 10 Minuten später. Jo. Pi mal Daumen. Sehen die Blüten jetzt so aus. Ich würde sagen, gut. Ja, der Käse ist schön zerlaufen. Aber mega. Das ist hier Salami, das ist Männer. Ja. So. Das ist Dinge. Und das hier war Schinken. Ja, löst sich auch echt gut. Ja, das Papier, auch wenn es aussieht, ist nicht durch. Ja. So, das wird jetzt schweineheiß sein. Ja. Ganz stark davon aus. Ich würde sagen, wir warten mal 2-3 Minuten und dann wird probiert. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen gewartet, dass es ein Hauch kühler ist. Ja. Ich würde sagen, hier ist eine schöne Ecke. Käse. Da schneiden wir jetzt mal an. Oh, zieht Fehler. So muss das sein. Oh, hier ist ein bisschen Salami, Tomatensauce, Käse. Was ist drauf? Was muss? Ohne Wex, es schmeckt genau gleich wie bei KFC, nur dass hier mehr Käse drauf ist. Da schmeckst du raus. Ja. Also KFC, eat this. Wer es ein bisschen würziger mag, nimmt noch ein bisschen Pfeffer oder ein bisschen Chili dazu. Kommt bestimmt richtig gut. Ja, oder Paprika, macht drauf, was ihr wollt. Es ist quasi Pizza, nur halt ohne Teig. Wir haben jetzt für die 2 Flaschen so viel bezahlt, wie man für die Chitza bei KFC zahlt. Mhm. Und ihr seht, das ist um einiges mehr. Ja, auch noch einiges mehr Käse. Mhm. Geschmacklich echt gut. Kann man so weiterempfehlen. Jo. Wie gesagt, zu machen ist es ja ganz einfach. Genau. Ja. Easy peasy Nummer. Geht auch echt schnell. Mhm. Kaum Aufwand. Ofen rinnen, fertig. Jo. Viel Spaß beim selber probieren, nachmachen. Eventuell besser machen. Bis zum nächsten Mal.